Hallo und herzlich willkommen bei Wir probieren. Heute mit Opium. Und dem Energy Drink. Ja. Um den Klassiker wieder zu bringen. Um den Klassiker auszutauschen. Ist klar. Ne? Opium wurde gespendet von IQ4U, also von der Firma, die das direkt herstellt, haben sie uns direkt zugeschickt. Thanks. Vielen Dank dafür. Ja. Opium in Weiß. Highest Relaxation Oriental Spice. Interessant ist das I natürlich, was irgendwo eine Mischung sein soll zwischen Shisha und Bong, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Raucht man Opium? Ja. Weiß ich nicht. Aber ja, okay. Opiumpfeife, schon mal gehört? Nee. Okay, jetzt schon. Ja. Ist von den gleichen, die Koks herstellen. Das sind dieselben. Ja, ja. Deswegen. Die Jungs haben doch, ja, schön. Allerdings muss man dazu sagen, IQ4U produziert ja nur für andere. Also das ist, die produzieren auch für Leute. Obwohl sie es dann nicht selber vertreiben. Obwohl sie es dann nicht selber vertreiben. Also aber der Hersteller ist jedes Mal IQ4U, also auch von Koks. Ja, wird interessant. Also Koks hat uns ja schon mal überzeugt. Und sehen wir dann ja. Wie riecht das denn? Ist, muss man jetzt auch dazu sagen, ist kein Energy Drink, ist wieder ein Entspannungsdrink. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir einfach nicht sagen, was es ist. Bisschen litschi, hätte ich jetzt gesagt. Ja, also es für mich riecht süß. Nein, für mich geht es halt so in die Richtung, also es erinnert mich ein bisschen an Pussy. Das meinte ich damit. Okay, damit kann ich leben. Grob oder? In Richtung oder? Pussy auf jeden Fall süß. Es ist nicht genau das, aber es ist litschi so plus X. Und so ein bisschen kräuterig, kratzig, sowas. Kräuterig, blumig. Aber steht da auch drauf Herbal litschi, Spice. Litschi, richtig. Schauen wir, was es geschmacklich so bringt. Kohlensäure hat's. Ist da, aber sehr feinperlig, sehr dezent. Er steigt süß ein mit dieser Litschi. Für mich ist es blumig weiter, hat ein bisschen Hagebutte auch und geht dann trocken weg. Mhm. Aha. Sorry, also das konnte ich jetzt überhaupt nicht. Für mich war es am Anfang so ein bisschen durch die Kohlensäure, so eine leichte Säure, ein bisschen Zitrone, dann war es weg. Doch, die Litschi, was du gerochen hast, das finde ich, das schmeckst du auch. Mhm. Ja, hinten raus. Was hast du gesagt? Sag nochmal. Litschi, leichte Süße. Mhm. Dann kommt, was du gemeint hast, dieses leicht säuerliche, zitronige plus bisschen Hagebutte. Hauch. Ja. Und dann geht's trocken ab und ist weg. Komplett weg. Das stimmt. Also auf jeden Fall, hinten raus ist weg. Finde ich aber angenehm. Ja. Das Trockene vielleicht ein bisschen weniger, aber geht. Haut mich jetzt aber nicht vom Hocker. Also es ist auf jeden Fall interessant. Es ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht so. Es ist nicht dieses Wow, dieser große Wow-Effekt, ja, der fehlt. Es ist nichts, was jetzt irgendwie so wirklich heraussticht. Es ist nichts Besonderes in dem Sinne. Es ist einfach so. Ja. Es ist aber auch nicht uninteressant. Selbst, ja, aber er ist in der Hinsicht so indifferent, dass er nicht in eine Geschmacksrichtung genug geht. Das hätte ich jetzt gerade auch gesagt. Also er schneidet so ein paar Sachen an, aber hat nicht den Mut, direkt in eine Richtung zu gehen, zu sagen, ja, wir legen uns auf diese Geschmacksrichtung fest. Dieser Grundton fehlt einfach. Diese, wo du sagst immer diese Basis, ja. Wo es einsteigt, die immer so ein bisschen mitschwingt, sollte eigentlich ein Getränk sein. Hier ist die Basis eine leichte, leicht säuerlicher Sprudel. Irgendwo eine Mischung zwischen leichter Süße, die dann abgeht. Nicht mal das könntest du sagen, weil sie ist ja nicht mal durchgängig sauer. Und du fängst da eigentlich eher süß an. Bei mir nicht. Also minimal, aber da würde ich sagen, es ist so eine Art saurer Sprudel mit also Mineralwasser, mit Kohlensäure und zusätzlich noch so ein bisschen ein Spritzer Zitrone oder sowas. Ich glaube, am ehesten geht es auch in Richtung diese Bionade Litschi so ein bisschen. Ja, das könnte auch hinkommen. Also so eine Bionade, aber eher wässrig. Oder eine Fassbrause. Eine Bionadenfassbrause, jetzt haben wir es. Wenn du eine Bionade als Fassbrause brauchst. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Das könnte hinkommen. Ja. Das ist also so geschmacklich. So kann man es recht gut beschreiben. Richtung Fassbrause mit noch ein bisschen kräuterig drin, aber
die kommen fast nicht zur Geltung. Ja, also ich würde da sagen, lustig ist ja vor allem, wenn du mal drauf guckst, was anscheinend drin sein sollte oder was du rausschmecken könntest eventuell. Es ist die Rede von Zitronensäure, Grünteeextrakt, davon merkst du gar nichts, Passionsblumenextrakt, Zitronenmelissenextrakt. Dann kommt einiges. Hagebuttenextrakt, Lindenblütenextrakt, Lavendelblütenextrakt, Hanfextrakt, Hopfenextrakt, Baldrianwurzelextrakt. Okay, also sagen wir mal so, gehen wir mal durch. Den Grüntee merkst du nicht. Höchstens das Trockene. Ja. Passionsblume. Zitronenmelisse könnte man ein bisschen merken durch diese leichte Säure. Ja, ja, okay. Hagebutte dieses leicht teeartig, okay. Aber dann Lindenblüten, Lindenblüten würde ich nämlich merken. Lavendel merkt man auch, im Geruch zumindest, den hast du aber nicht mal rausgerochen. Hanf merke ich auch nicht, weil Hanf ist extrem kratzig. Extrem kratzig, richtig. Hopfenextrakt merke ich auch nicht. Das wäre vielleicht das, was uns diese Fassbrause vielleicht vorgaukelt. Das wäre das, was, aber ansonsten die auch. Die Baldrianwurzel merke ich auch nicht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie Baldrian schmeckt. Ich weiß es nicht, genauso bei der Linde. Doch, Linde weiß ich. Ja, aber, ja, grenzt. Aber vom Grüntee bin ich am meisten enttäuscht, weil ich es zuerst mal gelesen habe, dachte ich so, steht der Grüntee als erster Stelle. Und es ist ja, immer sagen wir so, an nach Zucker und Kohlensäure und Säurungsmittel, aber dann gleich Grünteeextrakt. Richtig, und es ist ja immer absteigend nach Inhaltsgehalt. Genau. Nee. Wobei ich glaube, wenn der Grüntee besser durchkommen würde noch mehr, wäre es vielleicht sogar ein echt cooles Produkt. Ja. Also sie müssten sich auf die Basisnote auf Grüntee einigen, den durchziehen und ich glaube, dann wäre es ein echt guter Ansatz. Also wenn man die einzelnen... Also eine von den Komponenten müssten sie sich auf jeden Fall mal rausgreifen. Bis zum Anschlag aufdrehen. It goes up to 11. Genau so. Also überzeugt leider nicht genug. Kann man mal probieren, kann man auch sein lassen. Man hat in beiden Fällen nichts verpasst, sagen wir mal so. Ja. In diesem Sinne. Adios. Adios. Ugh.